Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Ich möchte heute in die zweite Runde US Open einsteigen, aber zuvor ein ganz kurzer Hinweis. Der nächste Woche oder jetzt am kommenden Wochenende findet ja bereits das zweite Master statt, nämlich die PGA Championship. Und da habe ich euch einen kleinen Beitrag in die Community geschrieben mit einigen verlinkten Videos. Solltet ihr euch mal anschauen, das ist wirklich sehr, sehr interessant, wie dieser Platz, der Oak Hill Country Club, der East Course, wenn ich richtig weiß, auf dem ja die PGA Championship stattfindet, wie der sich entwickelt hat, wie er gegründet wurde, seine Geschichte und vor allen Dingen, wie er seit einigen Jahren wieder restauriert wird, was eben heißt im Endeffekt, dass viele Bahnen sich ja über die Zeit ja verändert haben, umgebaut wurden, da haben viele, viele Leute ihre Hand angelegt und der Platz ist gerade im Begriff wieder, ja, sich neu zu erfinden und zwar back to the roots. Das heißt, viele Bahnen werden wieder in den ursprünglichen Zustand wieder zurückversetzt. Also wie gesagt, wenn euch das interessiert, schaut doch mal einfach in die Community nach und dort findet ihr die Links zu den entsprechenden Videos. Ansonsten möchte ich heute auch wieder auf einige von euren Kommentaren eingehen, weil der gute David und der Matthias, die haben einige Fragen gestellt, aber da komme ich später dazu, wenn es nämlich darum geht, ja, man möchte gerne meine Meinung wissen zum Liv Golf oder eben wie sie es mit dem Power Drive verhält. Aber da werden wir dann später dazu kommen. Jetzt möchte ich auf den guten Muckel eingehen, denn der möchte wissen, welche Specs ich denn mittlerweile auf meinen Schläger habe. Und dazu gehen wir einfach mal Golfer Equipment. Und beim Driver habe ich noch nichts, aber bei den Hölzern habe ich mir mal was gekauft oder habe es gewonnen. Ich weiß es jetzt noch gar nicht. Auf jeden Fall hier ein bisschen Accuracy auf die Hölzer habe ich hier draufgepackt auf die Specs. Beziehungsweise den Spec habe ich auf die Hölzer gepackt. So rum ist es eigentlich eher richtig. Dann habe ich bei den Hybrids, glaube ich, beim Hybrid habe ich auch ein Spec. Nein, habe ich nicht. Dann eben bei den Eisen. Und da möchte ich gleich wieder ein bisschen was vorausschicken, weil die Sache ist die, da habe ich auch einen kleinen Fehler am Anfang gemacht. Ich habe gedacht, man könnte hier diese Specs kombinieren. Das ist nicht der Fall. Deswegen gibt es im Prinzip ja auch diese Bags, dass ihr 5 Bags habt und dann könnt ihr eure Schläger ja unterschiedlich eigentlich zusammenstellen und natürlich auch dann differenziert Specs drauf machen. Wenn ihr also sagt, ich brauche einen Bag, wo ich hauptsächlich Power habe, dann packt ihr ja überall die Power Specs drauf. Und wenn ihr sagt, auf dem Bag, da brauche ich vor allen Dingen Control oder eben Genauigkeit, dann könnt ihr eben so variieren und so eure Bags zusammenstellen. Aber wie gesagt, ganz, ganz wichtig, ihr könnt diese Specs nicht kombinieren auf demselben Schlägersatz. Deswegen habe ich jetzt auch hier 3 Eisen-Specs und im Moment ist aktuell bei mir diese Accuracy, also hier die Genauigkeit. Ich lege da also viel Wert darauf im Moment, dass eben meine Eisen möglichst gerade bzw. genau dorthin fliegen. Also nicht die Eisen selber, sondern natürlich die Bälle. Aber dass ich die halt mit den Eisen so steuern kann. So, und dann habe ich mir was Größeres gegönnt und zwar hier auf den Wedges, da habe ich mir ein großes Spec gegönnt, dieses Accuracy ebenfalls, weil ich wollte vor allen Dingen verhindern, auch die Bunkerschläge und eben die Pitches und so weiter, dass die mir immer so ein bisschen links, rechts wegfliegen und ich hoffe, dass eben dieses Spec hier mir da hilft. Parallel dazu werden eben auch die anderen Werte Power Control Recovery etwas gepusht. Und dann hatte ich auch, glaube ich, mal aus dem Quest oder sowas ähnliches sogar ein Spec mal bekommen hier für den Ball. Auch hier ist Control, wurde hier eben ein bisschen gepusht. Ob das jetzt so viel bringt, in der Summe mit Sicherheit. Aber das sind jetzt, wie gesagt, lieber Muckel, meine Specs, die ich zurzeit hier drauf habe. Und wenn ihr Specs erwerben wollt, dann müsst ihr ja in den Store und dort eben unter Specs. So, falsch, ich immer der falsche Stock hier. Ja, ist auch ein bisschen, weil das Menü immer so ein bisschen träge ist. Hier kriegt er die Specs und dafür braucht er eben diese Reward Points. Im Moment habe ich 8575 und auch ich wäre natürlich ganz scharf hier auf. Schauen wir mal, ob sie gerade da sind.
Irons Back von Matsuyama zum Beispiel oder natürlich mal für den Driver, um den auch mal ein bisschen zu powern oder zu pushen. Auf jeden Fall, und dazu braucht er diese Reward Points und die bekommt er im Wesentlichen ja entweder, jetzt muss ich nochmal schauen, bei Play, über die Quests, da zum Beispiel Daily Quest oder die wöchentliche, überhaupt die Quest, da gibt es natürlich diese Reward Points oder natürlich über Tournament, da könnt ihr die auch erwerben, denn über XP bekommt ihr ja nur die Skill Points, mit denen ihr ja euren Golfer entsprechend pusht. So, das war also mal der Hinweis oder beziehungsweise die Beantwortung des ersten Kommentars vom Muckel. Und wir steigen jetzt ein in unseren Karrieremodus und werden die zweite Runde spielen der US Open. Und diesmal passe ich auf, dass ich nicht wieder aus Versehen irgendwas withdraw oder eben wieder den falschen Knopf drücke. Wir steigen ein, Runde 2. So, und ja, The Country Club Brooklyn in Massachusetts. Und los geht's. EA Sports and the United States Golf Association are proud to present a national championship. Today, live second round coverage of the US Open. But if we see more of what we witnessed yesterday, we're in for a heck of a battle these next 3 days as we show you the current leaderboard here on this Friday. Russell Henley is the leader. He's currently at 8 under. Our featured golfer, right in it, just a couple of shots off the pace. Ja, wir liegen ganz gut. Ihr habt es gesehen, auf dem Leaderboard sind wir im Moment Zweiter. Und ich muss jetzt gerade noch mal nachsehen. Mit wie vielen Schlägen Rückstand? Mit 2 Schlägen Rückstand, okay. Und Matsuyama hat schon 4 unter gespielt und verschiedene andere holen hier auch langsam auf. Aber nichtsdestoweniger, natürlich klar, sollte sich das Ganze, sage ich mal, doch einfach entwickeln. Aber da müssen wir auch dazu sagen, dass hier deutlich einfacher, finde ich jedenfalls, die Grüns zu bespielen sind als in Augusta. Sollte sich das aber dann trotzdem so entsprechend entwickeln. Ja, ihr wisst ja, dann gibt es ja einen Button, den kann man verschieben, damit das Feld auch ein bisschen stärker wird. So, was ich übrigens auch noch an der Stelle sagen möchte, ist, dass es nicht ohne Grund jetzt so ist, dass wir diesen Platz hier bei den US Open spielen, weil er ist gerade, was die Grüns angeht, diese erhöhten Grüns mit den Bunkern drumherum, wo man nicht den Ball reinlaufen lassen kann und ähnliches, das werdet ihr auch alles im Oak Hill Country Club finden. Also da sind viele, viele Elemente ähnlich und deswegen passt das ganz gut. Ansonsten bleibt eigentlich abzuwarten, ob nicht doch die Tage irgendwo ein Map-Update oder was ähnliches kommt. Jedenfalls habe ich da noch nichts gelesen. Aber natürlich wäre es nicht unschön, würde Oak Hill jetzt demnächst kommen. Es hieß es zumindest auch, aber wir werden sehen. Gut, Freunde, wir legen los. Wir möchten die zweite Runde spielen. Und wir schauen mal. Oh, wir haben kräftig Gegenwind. Wir werden den Ball dann versuchen, hier einfach gerade auf die linke Seite zu legen und werden natürlich ein bisschen auf Low gehen, damit eben, ja, man sieht es ja, die Kurve, damit der Ball etwas flacher fliegt und dann etwas mehr Roll hat. Okay, Freunde, wir legen los. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel für die zweite Runde US Open. Oh ja, der geht ein bisschen rechts weg. Aber ist nicht schlimm. Yeah, so, er rollt noch ein bisschen. To get this second round underway. Okay. He'll be factoring in this breeze in his face as he sets for a second. So, jetzt dürfte uns der Wind den Ball auf jeden Fall nach links drücken. Wir haben aber Eisen 4 ist sowieso schon ganz schön heftig. Ja, auch hier werden wir versuchen, den Ball flach zu spielen, damit er ein bisschen rollt. Ja, weil wird vermutlich vor dem Grün aufkommen. Ah, Grün anfangen, sehr schön. Na, bleibt er liegen. Er bleibt mit Sicherheit liegen. Gut. Ja,
Naja, gut, deswegen muss man nicht gleich in Ekstase ausbrechen. Iona Stephen is at the first green. This for birdie. So, es geht bergab. You need to take into consideration it's going to break down the slope a little from right to left. Not an easy one. Ja, aber das ist jetzt nicht so dramatisch, würde ich sagen. Da können wir vielleicht ja hierher. Wie immer mit dem Ziel, möglichst nah an den Stock kommen. Ein bisschen von rechts nach links. Über rechts müsste er kommen. Frage ist halt, reicht uns das? Wenn wir übers Loch hinaus putten, dann wäre es anschließend ein Bergauf-Putt. Zwei, drei Kästchen. Er geht vorbei. Okay, das sind bestimmt noch acht, sechs Fuß, habe ich doch gedacht. Okay. This from 7 feet. Jetzt geht es natürlich bergauf. Das ist eigentlich einfacher. Und wir haben kaum Break. So, das heißt linke Lochkante. Ja, und wir starten mit einem Pärchen in die zweite Runde. And he'll remain at 6 under par. An early test forthcoming here at the par 3 second, and this is no ordinary par 3. 275 yards is the listed distance. Add in 5 bunkers around a severely sloped green, and you'd happily take a par and sprint to the third tee. So, das ist ein Par 3 und das ist wie gesagt so ein klassisches Par 3 beziehungsweise auch Aufbau der Grüns, dass hier keine Verbindung ist zwischen Fairway und Grün und dass hier diese Bunker sind. Und Oak Hill, da werden die Bunker sogar noch etwas spektakulärer sein. Also wie gesagt, das hier erwartet euch und sogar noch ein bisschen mehr nächste Woche oder dieses kommende Wochenende. Ich nehme ja jetzt hier am Sonntag auf und in wenigen Tagen, also am Donnerstag, ist es dann soweit, die PGA Championship. Und wie ich schon gehört habe, hat leider Tiger Woods bereits seine Teilnahme absagen müssen aus gesundheitlichen Gründen. Also auf ihn werden wir wohl verzichten müssen. So, jetzt haben wir wieder das Thema. Kommen wir hier mit dem Driver hin oder kommen wir hier mit dem Holz hin? Ich glaube, das letzte Mal sind wir hier liegen geblieben. Ach so, jetzt geht der Wind auch von links. Naja, gut, wenn wir hier im Bunker liegen. Bunker ist eigentlich fast einfacher zu spielen als Rough. Aber ob wir hier mit dem Driver hinkommen und dann vor allen Dingen, wo kriegen wir den zum Liegen? Okay, ja, das ist ganz übelst. Das ist eigentlich ganz übelst. Ich glaube, das letzte Mal haben wir mit dem Holz gespielt. Wir müssen ja auch aufpassen, dass wir da vorne nicht an den Bäumen hängen bleiben. Ja, wir müssen da richtig einen Draw spielen. Und der muss auf jeden Fall dann da reinkommen. Ja, das ist kein Draw. Das ist kein Draw, aber... ja... immerhin liegen wir im Fairway und das ist schon mal nicht schlecht. So, ein Pitch. Der Ball wird ziemlich nach links wegspringen, denke ich. Naja, also der Wind macht da eigentlich nichts, also auf die Entfernung. So, 19. Ich gehe mal auf... da geht's der Berg auf. So, okay. Nee, geht eigentlich nur ein bisschen bergauf, sollte also nicht so die Rolle spielen. So, und dann müsste wieder links rüberrollen. Ja, das war von der Entfernung schon mal ganz, ganz gut. Just nipped that ball off the turf. Just flew through the air beautifully. Set down fairly quick as well. Good shot. Dankeschön. So, da merkt man doch, dass absolute Golf Experten am Mikrofon sitzen, wenn die festgestellt haben, dass das ein guter Schlag war. That finished off for par here the second. And this will stay a one-shot lead.
So, jetzt höre ich gerade das One-Shot-Lead. Wir gucken da mal gleich aufs Leaderboard. Yard, par 4 thirds. Like dogleg to the right with a very narrow fairway. You have to drive it accurately if you want to have a chance at birdie. Ja, das sind schon interessante Spielbahnen und auch das hier mit so einem, ja, ich sag mal, wirklich fast quadratischen Grün. Hat schon was Besonderes. So, lasst uns mal kurz auf das Leaderboard schauen, denn ich finde es interessant. Matsuyama minus 5, aber Russell Henley hat ja geführt, spielt eine plus 3. Ist interessant, ist spannend. Okay, wie sich das Feld hier entwickelt. Gut. So, ja. Da müssen wir einen Drive spielen, 458 Yard. Und da möchte ich jetzt gerne ganz kurz auf den guten Matthias und seine Frage eingehen, beziehungsweise seinen Kommentar mit dem Power Drive. Und dass er doch auch festgestellt hat, dass der sehr unpräzise ist und ob das überhaupt Sinn macht, mit dem Power Drive zu spielen. Naja gut, es ist halt wie immer, ne? Also jeder Spieler hat natürlich oder muss seinen Rhythmus finden und hat sozusagen seine 100%. Aber wenn es halt eben so eine Situation gibt, wo man einfach mal irgendwo drüber muss oder man muss halt eine gewisse Länge erreichen, dann wird natürlich auch jeder Spieler seine berühmten 110% abrufen können, die aber natürlich dazu führen, dass dann auch das Timing weiterhin eben gut bestehen muss zwischen eben dem Körper, der Hüftdrehung, der Handgelenke und so weiter und so fort. Und wenn man natürlich eben schneller schwingt, mit mehr Kraft schwingt, dann muss man natürlich ein anderes Timing haben. Und wenn dann das Timing nicht stimmt, wird uns der Ball logischerweise ja nach links oder rechts mehr abhanden kommen. Also Sinn und Zweck von diesem Power Drive ist natürlich, dass man hier einige Yards rausholt, auf die Gefahr hin, dass natürlich ja die Accuracy, die Genauigkeit darunter leidet. Und im Endeffekt muss man natürlich jetzt als Spieler entscheiden, brauche ich das, muss ich das, muss ich dieses Risiko eingehen? Das ist natürlich wie immer eine Risikoabwägung. Lohnt es sich wirklich? Ich weiß es nicht. Also ich würde wirklich diesen Power Drive nur selten spielen. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich dachte eigentlich auch, dass ich den mittlerweile freigeschaltet hatte. Nein, anscheinend nicht. Und das hängt natürlich immer auch von den Spielbahnen ab. Wir erinnern uns vielleicht an St. Andrews, da ist es eben so, die Bälle rollen sehr viel. Also 50, 60 Yards sind die gerollt, da braucht man eigentlich keinen Power Drive. Ich glaube, wir haben das sehr selten auch überhaupt mit dem Driver gespielt. Und dann gibt es natürlich Plätze, die halt wirklich sehr, sehr lang sind. Und da muss man dann wirklich überlegen, ob man dann wirklich auch mit ja, 20, 30 Yards mehr hinkommt. Das Grundprinzip ist natürlich ganz klar. Je näher ihr an den Stock kommt, also ans Grün, desto kürzere Eisen könnt ihr für die Annäherung spielen und mit kürzeren Eisen, eben mit einem Eisen 8, 9, da habt ihr ganz andere, ja, ich sag Kontrolle, als wenn ihr mit einem Eisen 5 oder 6 eben das Grün anspielen müsst. Aber, naja, es geht natürlich auch, ja, ist natürlich klar. Also, ich kann nur wiederholen, ich persönlich, ich sag das ja auch immer häufig, wenn wir hier zum Beispiel ein paar 5 spielen, dass ich häufig eigentlich sage, ja, wir kommen sowieso nicht mit dem zweiten aufs Grün, weil wir nicht die Länge haben und versuchen dann halt eben mit einem guten Pitch an den Stock zu kommen, um das Birdie zu spielen. Wenn wir halt wirklich mal Glück haben, wie an der 2 in Augusta, ich glaube in der zweiten Runde war es, da haben wir tatsächlich dann den Durchgang erwischt, auch zwischen den Bunkern und der Ball ist uns tatsächlich noch aufs Grün gerollt und wir konnten dann Eagle spielen, ja. Dann hat uns natürlich da auch die Berghang- oder Bergablage da geholfen, dass der Ball da reingerollt ist ins Grün. Aber im Moment ist es natürlich meistens so, dass wir hier mit dem zweiten ein paar 5 nicht angreifen können. Dann spiele ich eben den Ball auf eine vernünftige, mit dem zweiten Schlag auf eine vernünftige Länge und dann eben hoffentlich mit einem Pitch oder mit einem kurzen Eisen eben den Ball wirklich an den Tod an den Stock zu legen, um dann das Birdie zu spielen. Und das ist einfach so ein bisschen Course-Management und da muss man sich einfach Gedanken machen, ja, wie man das Ganze eben angeht. Wie gesagt, will man aggressiv auf Länge gehen, dann muss man auch bereit sein, das Risiko einzugehen, dass der Ball links oder rechts hier im Semi-Raff oder im Raff landet. Und dann habe ich natürlich wieder ein Problem, weil ich eben nicht die Kontrolle habe, den Spin nicht so kontrollieren kann. Und naja, wie gesagt, es ist und bleibt eine Risikoabwägung. Ich für mich persönlich muss im Moment sagen, ich komme zurecht, auch ohne diesen Power Drive, aber das muss jeder für sich im Endeffekt ja selbst entscheiden.
Gut, wir haben jetzt hier die Situation, ich glaube im Gegensatz zur ersten Runde, dass jetzt hier der Wind zwar von hinten, aber von links kommt. Und das heißt, er drückt ihn uns eigentlich da hinten rein. Aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, oder war das dann an der 11 oder so? Jetzt schauen wir mal, ob wir hier da reinkommen und dass er uns dann da runterrollt. So, und das mit, wie gesagt, dem normalen Drive. Er nimmt den Fade an, er fliegt die Kurve. Und jetzt ist die Frage, wie er nach links springt. Jetzt ist es ja so ein bisschen steilkurvenmäßig. Das heißt, er müsste eigentlich wieder ein bisschen runterkommen. Ah, bleibt im First Cut liegen. Well, that was finished in the first cut. It's going to be a little bit harder to spin it from there with a little bit of grass around the ball, but still not too bad. Now this Iona from just off the fairway. It's 132 yards to get you to the front of this green, but it's 138 yards you'll need to get all the way to the hole. Wind coming from behind, so you'll need to be careful where you land it. Ja, da hat sie völlig recht. So, an der Stelle nochmal einen schönen Gruß an den Matthias. Ich hoffe, ich konnte hiermit seine Frage bezüglich dem Power Drive beantworten. So, wir stehen ein bisschen über dem Ball. Das sorgt normalerweise dafür, dass der Ball mehr nach rechts wegfliegt. So, ja. Die Fahne ist ein bisschen in dem Fall level. Das ist ein Wedge. Die Frage ist... Augenblick. Die Frage ist... Ja, ich würde mir wünschen, dass man das hier ein bisschen besser runterkriegt. Haben wir hier eine False Front? Eigentlich nicht. Der Ball rollt nicht zurück, im Zweifel. Okay, dann versuchen wir das so. Der Wind treibt ihn dort, aber ich bin der Meinung, dass wir eben, wie gesagt, über dem Ball etwas stehen und dann müssten wir dann doch ein bisschen in die Richtung. Wir haben aber auch Rückenwind. So. Ja. Gut, das Grün haben wir getroffen. Well, the easy part's done. It's on the green. The hard part now is a long putt coming up. Now from long range, this for birdie. So, es geht ein bisschen bergab, 8 inches. Okay. Das heißt ein bisschen kürzer. So. Aber es bricht nur ganz leicht nach links. Ja, aber vorhin war es zu wenig und auf die Länge hin, auf die Distanz machen wir ein bisschen mehr. Okay. Ja, geht schon wieder links vorbei. Oder? Ja, links vorbei. Will that stop? Yes, that was not easy down the slope, but that's pretty well done. Ja, aber das ist gut. Gar keine Frage, das sind gute Putts. So, müssen wir nochmal schauen. Ja, geht ein bisschen bergauf. Geht ein bisschen bergauf. Wie immer dann mit ein bisschen mehr Schmackes, weil es bricht nach rechts. It is a par here at the third, and this will remain a one-shot advantage. Okay, Matsuyama ist an der 15. Another tough par 4, 497-yard court, which shares a fairway with the third and is just as tough. Hit it straight off the tee, or you can definitely make a number you do not want. So, wunderbar. Ja, das irritiert mich immer ein bisschen da oben, diese Äste. Nicht, dass wir da hängen bleiben. So, das ist auch wieder ein bisschen mit Gegenwind. Das heißt, da werden wir jetzt auch erstmal wieder versuchen, den Ball flach zu spielen, dass er halt ein bisschen mehr Roll hat, weil so wild ist jetzt der Wind natürlich auch nicht. Also, dass wir hier jetzt mit einem anderen Schlag spielen müssten. Ja, geht ein bisschen nach links. Ja, aber das ist immer noch im Fairway. Das ist gut. Beautiful tempo to that swing and this is going to wind up squarely in the fairway. 208 Yards noch bis zum Loch, das ist ordentlich. Was schlägt da vor? Ein Eisen 4. Is so important. Second shot into that stiff breeze. Oh. Und wir haben Gegenwind. Ja, da brauchen wir wohl schon ein Eisen 4.
Da brauchen wir schon ein Eisen 4. Und wenn er aufkommt, wird er links runterrollen. Und es geht ein bisschen bergauf. Ja, nur ein bisschen, schon 3 Fuß. Ah ja, okay. Okay. Der geht erstmal, glaube ich, Richtung Fahne. Ah, und wird nicht. Läuft er noch rein? Ah, Fringe. Okay. Hat ein bisschen was gefehlt. Aber ich muss ja sagen, mittlerweile, das mit dem Pitchen gefällt mir ganz gut. Auch hier ist wieder der Fall, dass er höchstwahrscheinlich dann ein bisschen nach links rollt. So, 12. Dann gehen wir mal auf 7. Ja, normalerweise wird man so ein Ball oder hier so eine Position auch chippen. Aber mit einem Chip hat er mehr Roll. Und ich muss auch ehrlich sagen, im Moment ist der Pitch mir sicherer. So, aber wir werden den ein bisschen höher anspielen mal. Mal schauen, ob er dann mehr zum Liegen kommt. Okay. Ja. I think I'll be fairly pleased with that, Frank. What do you think? I certainly do. It was so, so good. Ja, das sehe ich ähnlich. Weil das sind dann alles sichere Pärchen. Sofern der nicht jetzt hier wieder ganz wild hier wegbricht. Okay, that one finished off. It's a par here at 4. And he'll remain right where he is. Oh, ja, das gefällt mir gut. Brutish par 4s, you get a little bit of a breather with the drivable 310-yard par 4 fifth. But you might be gasping for air if you end up in the wrong spot in one of those bunkers surrounding the green. And by the way, there are a half dozen of those, so keep it away. Ja, das ist jetzt so ein typisches Grün, wo eben dann eine Mods False Front ist. Das heißt, da müssen wir aufs Grün kommen. Und dürfen nicht zu kurz sein. Kann es sein, dass es uns in der ersten Runde auch passiert ist, dass wir hier hängen geblieben sind? So, ich überlege jetzt gerade, wir haben Rückenwind. Und wenn wir den hier links reinjagen mit dem Hybrid, okay, dann müsste er doch eigentlich dann nach rechts runterrollen. Okay. Ja, das wird knapp. Springt er raus? Ja, okay. First Cut, das ist soweit okay. Damit können wir leben. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Kontrolle. So, 4 Fuß hoch. Da werde ich aber auf jeden Fall in die Richtung gehen. Dass wir nicht wieder zu kurz sind. Das will ich überhaupt gar nicht. Jupp, und kommt da noch ein bisschen? Nein. No gimme here. Tricky one for birdie. Ja, es geht ein bisschen bergab, aber das Schlimme ist halt einfach der Seitwärts. Das ist richtig heftig. Es geht ein bisschen bergab, deswegen machen wir hier nicht zu viel. Denn er bekommt dann automatisch natürlich Gas, um nach links runter zu laufen. Ja, der geht drüber. Oh, deutlich drüber. Deutlich drüber. Das fällt jetzt eher unter die Rubrik nicht gut gepattet, weil jetzt haben wir das Gleiche nochmal. Jetzt allerdings bergauf. Und da können wir natürlich jetzt ein bisschen mehr... So, die Frage wird halt nur sein, reicht das? Der wird auf jeden Fall wegbrechen. Oh, das war knapp. Ganz knapp. Ja, wir sind geteilter Erster. Drivable par 4 fifth, hopefully with a birdie. Who knows, maybe an eagle on your card. You arrive at the 6th. It's a par 3 and it's just under 200 yards. By today's standards, that's not that long. If you're dialed in with your iron play, who knows, you can put another birdie on the card right here, but you got to stake it.
So, drei Stück führen jetzt hier an. Troy Merritt und Hideki Matsuyama. Minus 6 und das Feld ist noch einigermaßen dicht beisammen. Wir sehen Russell Hentley mittlerweile plus 4. Okay. Aber es sind auch gute Ergebnisse dabei hier mit minus 6, wobei die sind jetzt auch schon im Clubhaus. Okay, hier gibt es noch minus 3. Minus 2. Okay, es sind noch einige unterwegs. Hier haben wir minus 4 Bill Haas. Okay, nicht schlecht. Wir selber sind noch even. So, ein bisschen hier schneller hoch. Okay, wir sind noch even, während hier die beiden haben hier minus 4, minus 1 gespielt. Okay, das ist gut. Nee, ist noch nicht im Clubhaus. Hideki Matsuyama, der kann natürlich dann nochmal ein Birdie spielen an der 18. Okay, also, dann schauen wir mal, wie wir hier jetzt auf dieses Paar 3 kommen. Es ist niedriger, 12 Fuß. Also müsste man eigentlich ein Eisen weniger nehmen. Wenn wir Approach machen, nee, Finesse machen, Eisen 6, dann müsste er ja eigentlich runterkommen. Ja, das Problem ist ja natürlich ganz klar, dass wir hier, hier haben wir eine False Front. Ja, okay. Eisen 7. Eisen. So, okay. Eisen 7 erscheint mir zu wenig. So, wir könnten natürlich noch ein bisschen mehr faden, damit er dann zumindest im Zweifel nach rechts hochläuft. Das Grün. So, Hauptsache er bleibt auf dem Grün. Okay, er nimmt die Kurve an. Dann müsste er doch hoffentlich liegen bleiben. Nein, er bleibt nicht liegen. Er läuft durch bis in die Zuschauer. Boy, that one was coming in hot and it winds up carrying over the back of the green. Ja, den hätte ich höher anspielen sollen. Gut. Wollen wir pitchen? Ja, ein Lob. Lob. Muss man das mal von nahem angucken. Ja, darf nicht so lang. Und da geht es natürlich runter. Mit Backspin heißt es, dass der hier zurückkommt. Okay. Der Wind kann doch eigentlich da keine Rolle spielen, oder? Naja, aus dem Rough raus. Viel mehr können wir auch gar nicht. Oh, der geht aber bös links. Okay. Na, das wird jetzt ein anstrengender, spannender Putt. Das ist zum Thema Accuracy auf den Wedges. 18 feet from the bottom of the cup. Ja, es geht berghoch. 2 Inches. Mal schauen. 18. Ja, okay. Aber das Break ist natürlich heftig. Oben wird es flach, ist klar. Oben bleibt er dann auch relativ liegen. Hier müssen wir hoch und oben ist ein Plateau. Ja gut, mit Schmackes. Ja, geht sofort rechts weg. Oh. 7 Fuß. Oje, oje, oje. Okay, das war der Par-Putt. So, aber hier ist jetzt ein leichtes Bergauf, ein leichter Bergauf-Putt. So, und wir haben aber wenig. Okay. Gut, dann nehmen wir halt einen Bogey in Kauf. It's a fun stretch of the golf course. You had that drivable par 4 fifth and the par 3 sixth, which was under 200 yards. Now, a relatively short par 4 at 378 yards. So, another opportunity to make a good score. Yeah.
So, bevor wir uns hier drauf vorbereiten, gehe ich nochmal auf einen Kommentar von euch ein. Und zwar, der David fragt, was ich denn zur Leaf Golf Tour sage. Und ob das eigentlich Sportwashing ist. Naja gut, also ich will es mal so formulieren, das Ganze ist natürlich oder kann man unter verschiedenen Aspekten sehen. Also sportlich gesehen ist es natürlich interessant, weil die Leaf Golf Tour hat einige neue Aspekte reingebracht. Sie spielen halt nur 3 Tage, dafür gibt es auch keinen Cut. Das ist natürlich für die Fans immer gut. Ich kann mich noch daran erinnern, dass damals, lass mich überlegen, war das 2014, als Martin Keimer die US Open gewonnen hat. Und am nächsten, das Wochenende drauf, war er dann in Europa in Köln. Soviel ich weiß, war es Köln. Und ich bin dann natürlich hingefahren, wollte es sehen und war für den Samstag, hatte ich Karten. Und da hat er natürlich, und dann natürlich, nein, dann hat er den Cut nicht geschafft. Und dann ist man natürlich dort unten und sein Idol oder den man eben gerne sehen möchte, der hat eben das Wochenende frei und man kann ihn nicht sehen. Er war natürlich ganz groß angekündigt, ganz klar, mit US Open Major Titel und dann war er eben am Wochenende nicht dabei. Das ist bei Leaf Golf natürlich nicht so. Dann natürlich die Konstellation, dass es nur 48 sind, dass es Kanonenstart ist, was eben heißt, dass an allen Bahnen gleichzeitig gestartet wird, was für die Zuschauer dann auch interessanter ist und verschiedene andere Aspekte für die Spieler natürlich angenehmer, dass sie jetzt auch in kurzen Hosen spielen dürfen. Also es wird hier mit einigen Traditionen auch ein bisschen gebrochen bzw. ein wenig aufgeräumt. Also das sind viele Aspekte, wo ich sage, das ist nicht schlecht. Andere Aspekte sind natürlich so dieses Thema jetzt der Kampf zwischen der PGA Tour und der Leaf Golf, was jetzt natürlich schon ein bisschen auf die sowohl auf die Akteure als auch auf die Zuschauer ein bisschen drückt, muss man einfach so sagen. Spielen die jetzt bei den Majors, dürfen sie nicht spielen? Man muss ganz klar sagen, die Majors sollten eigentlich die Turniere sein, wo die Besten der Besten eben antreten. Und also wenn die halt dort auf der anderen Tour unter Vertrag sind und der andere Touranbieter sagt halt nein und so. Naja gut, also das müssen die untereinander sich aushandeln und der nächste Aspekt, das ist dann eben dieses Thema mit dem Sportwashing, es wird halt sehr viel Geld in die Hand genommen und ich persönlich muss halt dazu sagen, ich finde es einfach ein bisschen extrem viel Geld, was dort in die Hand genommen wird, um hier diese Tour aufzubauen und ist wie gesagt ein sehr schwieriges Thema, was man unter verschiedenen Aspekten sehen kann und wir erleben es ja auch in verschiedenen anderen Sportarten, dass eben solche Dinge dort auch passieren und man muss es nicht gut finden, man kann es gut finden, muss jeder für sich hier selbst jedenfalls entscheiden und ob das jetzt, wie gesagt, Sportwashing ist oder nicht, man weiß, wo das Geld herkommt und das sind jetzt eben nicht unbedingt traditionelle Sportnationen, die sich dann halt eben auch Handball-Weltmeisterschaften, Leichtathletik-Meisterschaften oder Fußball-Weltmeisterschaften dort eben ausrichten. So, also das wollte ich nur dazu sagen, also zum Thema Leaf Golf, PGA Tour oder auch die DP World Tour, vor 2 Jahren die European Tour war, die ja jetzt auch umbenannt wurde aufgrund des Hauptsponsors. Und da kann man ja gucken, wo DP letztendlich herkommt. So, wir spielen aber jetzt weiter hier die US Open und ich hoffe, ich konnte hier auch ein bisschen was zum David oder ich hoffe, es beantwortet seine Frage hier in den Kommentaren. Wir sind an der 7, 361 Yards, ein Paar 4 und nachdem wir jetzt unseren ersten Schlag hier bei der US Open verloren haben, wollen wir natürlich schauen, dass das nicht so weitergeht und auch hier muss ich sagen, wir müssen eigentlich nicht jetzt hier wild hochschlagen, sondern versuchen mal hier mit einem kontrollierten Holz den Ball hier Mitte Fairway zu spielen, aber er soll uns auch ein bisschen rüberrollen, deswegen ein kleines bisschen Fade, der Wind müsste das eigentlich unterstützen, dass er dann eben den Hang hochrollt und dann können wir den hoffentlich gut aufs Grün spielen. Das sieht erstmal ganz gut aus. Länge macht er auch. 262 Yards und bleibt natürlich relativ schnell liegen, weil es den Berg hoch geht. Just over 90 yards, all that's left here for his second. Ja, das Grün
Wir haben Rückenwind, das geht aber bergauf. Könnte sich gerade so ein bisschen aufheben. 60er Wedge. Wenn wir das ein bisschen hinten reinspielen. Ja, da hinten sind also ein komischer Hang und so weiter. Und da vorne haben wir wieder die False Front. Ja, wir werden versuchen, den ein bisschen flacher reinzuspielen. Hoffentlich, dass er ein bisschen Roll kriegt. Ja, geht auf den Stock zu. Oh ja. So, da können wir doch sehr zufrieden sein. Ja, der tut gerade so, als wenn es hier eine Ausnahme wäre, dass wir hier Green Regulation spielen. So, da müssen wir jetzt wieder ein bisschen vorsichtig sein. Wir sehen es, es geht leicht bergab und wenn er übers Loch zu sehr hinausrollt, dann laufen wir Gefahr, dass er uns so rechts wegrollt und dann vom Grün eventuell. Wir haben eine leichte Kurve. Und nochmal gucken, es geht leicht einen Hang runter. Aber wie gesagt, wir müssen da ganz vorsichtig sein, dass er nicht zu sehr übers Loch hinausrollt. Und das heißt normalerweise, dass er dann auch das Break etwas stärker annimmt. Sauber! Yes, runs that one right in. It's a birdie here at the 7. And that's gonna move him to 6 under par. Ja, ich glaube, jetzt hat man mal gesehen zum Thema wieder Power Drive. Wir haben sogar ein bisschen weniger geschlagen. Par 5 of the day. It's only 567 yards. That is not gargantuan by today's standards. So you can see in this stretch with that drivable par 4 and then the par 3 and then another relatively short par 4, you have a chance to get some momentum into your round. Ja, wie ich gerade gesagt habe, wir haben noch nicht mal mit dem Driver abgeschlagen, haben den Ball aber präzise ins Fairway gelegt, um dann eben mit dem entsprechenden Wedge, es war ja dann nur noch ein 60er, eben dann den Ball auch aufs Grün zu bringen. Und das eben dazu, dass man nicht immer den Mordsschlag machen muss, denn die Gefahr hätte hier mit Sicherheit bestanden, dass der vielleicht uns übers Fairway nach links wegrollt da war glaube ich ein Waldstückchen oder so, auf jeden Fall ein paar Bäume. Und deswegen eben hier das Thema, muss nicht immer die große Keule sein. Wir haben ein paar 5 und das heißt eben auch, wir müssen oder wir werden hier bei 506 Yards nicht unbedingt das Grün, zumal das erhöht ist, angreifen können mit dem zweiten. Aber wir spielen den trotzdem hier hoffentlich schön hier in diesen Hang rein, damit er uns dann nach vorne durchrollt. Ja, es ist auch ein bisschen, der Wind wird uns auch ein bisschen helfen. Gut. Ja, geht ein bisschen zu früh nach links. Okay. Just what you want at this point around. You're trying to find a rhythm. Aber trotzdem, 272 Yards Carry, 308 in der Total. Right there. Sehr schön. Okay, er schlägt uns ein Eisen 4 vor. Mit er meine ich natürlich immer unseren Caddy. Unseren Caddy. Ein Eisen 5, also können wir tatsächlich versuchen, das Grün anzugreifen, was daran liegt, dass wir natürlich auch ganz schön, ja, Wind haben. Der drückt uns ganz schön den Ball nach links. Okay, 32 Fuß nach oben. Ja, eigentlich müssen wir schon das Eisen 4, aber wir müssten es halt auch höher anspielen, damit es auch zum Liegen kommt. Ja, ich bin fast dann überlegen, ob man nicht einen Hybrid nimmt. Aber gut, was soll schon passieren? Im Notfall läuft er uns einfach die False Front runter und dann werden wir ihn halt hochpitchen. Da sehe ich überhaupt gar keine Probleme. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Gas gegeben. Oh, ah. Nee, oder? It's an Albatross. I mean, all day long, every day. Yes, birdies and pars and bogeys, but almost never an albatross. And there it is. We finish up the outward nine here at the legendary country club with the 425-yard par 4 ninth. Fairway is flanked with trees. Avoid the water on the right. A birdie might be yours. Tja,
Jetzt kann man wieder sagen, wenn der Stock nicht da gewesen wäre, wäre uns der Ball weiß Gott wo drüber gerollt. Also ob der in echt... Ah ja, klar, Eagle at the Eighth. Ja, klar, logisch. Super, Chapter complete. Nehme ich mit. Bin ich dabei? Bin ich voll dabei? So, Freunde. Jetzt natürlich da wieder das Thema, was ist real, was ist nicht real. Also, dass der Ball mit dieser Speed gegen den Stock fliegt und dann im Loch verschwindet. Also, so sehr ich mich jetzt auch über dieses Albatros freue, naja, letztendlich auch über das Glück, dass wir den Stock getroffen haben, weil der Ball war unheimlich schnell unterwegs, muss ich allerdings eben dazu sagen, also in der Realität kann ich mir das nicht vorstellen, der wäre mit Sicherheit vom Stock weggeflogen. Wir hätten eventuell uns gefreut darüber, dass der Stock halt den absorbiert hat, die Kraft oder den Schwung, und dass der Ball dann trotzdem auf dem Grün liegen geblieben ist. Aber ich möchte das jetzt auch nicht kleinreden, also natürlich, das ist jetzt nicht geplant oder gezielt, da hatten wir jetzt ein Wahnsinns Dusel, aber wir nehmen es gerne mit. Und ja, nur wer fleißig ist, der wird auch mal belohnt. Also Freunde, jetzt wart ihr mit dabei. Ein Albatros haben wir gespielt und ein Albatros ist eben 3 unter Par. Deswegen springen wir ja auch hier plötzlich wieder hoch auf -9. So, da schauen wir mal. Da seht ihr es. Bupp. Und mit dem Schlag haben wir uns sofort an die Spitze katapultiert. Und der gute Matsuyama ist auch schon im Clubhaus. Da kann nur noch Aaron Rye. Oh ja, Russell Henley hat ein bisschen aufgeholt. Ist jetzt +2 nur noch. Aber ihr seht es hier. Eagle or better. Der Doppelkreis um die 2 an einem Paar 5. Wow, ich bin etwas... Ja, ihr merkt schon, nicht sprachlos. Aber doch irgendwie, ja... Freudig erregt, so möchte ich es ausdrücken. Okay, Freunde, wir müssen konzentriert bleiben. Hier haben wir Wasser auf der rechten Seite und auch hier sage ich, brauchen wir nicht, müssen wir nicht wie wild da jetzt runterklopfen. Wir haben nämlich eine unheimliche Kurve durch den Wind und dann schauen wir mal, dass der Ball da einfach liegen bleibt. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, und dass er eben nicht bis ins Wasser rollt. So, ein bisschen höher. Okay. Ja, das müsste jetzt eigentlich hinkommen. Okay. Oh, ja, der kommt auf die linke. Das passt. Das ist sehr gut. Dann müsste er hier oben liegen bleiben auf dem Plateau. Ja, jetzt ein Wasserball hätte natürlich... Ah ja. So ein Eisen 8, ein bisschen den Berg runter. Oh wow, der Wind ist extrem. Der Wind ist extrem. Okay. Eisen 8. Wir gehen ein bisschen nach hinten. Und spielen ihn aber höher. Nimmt natürlich der Wind ein bisschen mehr mit, aber wir hoffen, dass er dann eben auch schneller zum Liegen kommt. So, der ist kräftig, aber der müsste... Ach was. Also das mache ich nicht mit Absicht. Aber ihr seht da die Pitchmarke. Also hier sieht man die Pitchmarke, glaube ich. Der ist 3 Zentimeter neben dem Loch aufgekommen. Uiuiuiui. Normalerweise müsste man die Pitchmarke jetzt erstmal rausmachen. Okay, wir konzentrieren uns wieder. Es ist ein Bergab-Putt. Bergab, 7 Fuß. Ja, das ist immer heikel. Wir machen den hier etwas kürzer. Und wichtig ist eigentlich nur, dass wir jetzt ein schönes Pärchen spielen. Dann erfreuen wir uns auch an diesem Albatros etwas mehr. Ja, der kommt nicht hin. Den habe ich jetzt deutlich zu kurz gelassen. Ich glaube, das ist der erste Putt seit langem, den wir zu kurz lassen. So, aber dafür sollte er auf jeden Fall jetzt zum Par reinfallen. Sehr gut.
And that is going to finish off a 3-under front side as they go out in 32. So, wir wissen, was jetzt als nächstes wieder kommt. Nach dem Leaderboard nehme ich der Überflug zur 10, aber wir wissen ja auch, dass wir immer die Front 9, die Back 9 spielen. Aber hier sehen wir nochmal die Architektur des Platzes. Wie gesagt, die PGA Championship Oak Hill Country Club. Ähnlich hier diese Grüns, immer ein bisschen abgesetzt, erhöht und so und mit vielen Bunkern drumherum. Wird eine spannende Geschichte. So, Freunde, was soll ich sagen? Ich freue mich, wir haben ein Albatros gespielt, wir haben hier einige Quests erfüllt. Wir werden mit Sicherheit etliche Gummipunkte am Ende dieser Runde bekommen. Und so wie es auch aussieht, nachdem wir jetzt ja mit minus 9 oben stets Leader sind, bin ich mir relativ sicher, dass wir auch den Cut schaffen und tatsächlich hier doch, denke ich, um den Sieg mitspielen können. Wenn ihr das miterleben wollt, die Back 9 hier in der US Open, dann schaltet wieder ein. Ich bedanke mich für heute fürs Zusehen, hoffe es war spannend, interessant und ereignisreich und sage wie immer an der Stelle Tschüss, ciao, cheerio und ich wünsche euch allen noch ein schönes Spiel.